Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play ATS. Ja, wir fahren heute von Carson City nach Fresno. Und ja, so wie man es unschwer erkennen kann auf dem Anhänger, fahren wir heute TV-Geräte. Und die müssen wir natürlich heile an ihr Ziel bringen. Und das werden wir jetzt mal entsprechend... Steht ja klar... Keine Ahnung, was da steht. Egal. So, und das werden wir jetzt direkt mal durchführen hier, ne? Wir wollen mal losdüsen. Wo ist die Ausfahrt? Da ist die Ausfahrt. Ist auf jeden Fall wieder eine zerbrechliche, empfindliche Ware. Charged. Und, da werden wir dann auch wieder Bonuspunkte einsammeln. Ne? So wie es sein muss. Und wir werden ja das erste Mal in Fresno sein. Und auch wieder über neue Straßen unser Ziel erreichen. Ne? Wir wollen ja die Karte immer weiter erkunden. Und immer mehr Bereiche dann entsprechend auch ja, soweit dann erforschen. Also jetzt in den Städten selber werde ich jetzt mit Sicherheit nicht hier durch die Gegend fahren. Also jetzt zum Beispiel hier rechts abbiegen und die Stadt erkunden. Das werden wir dann sicherlich tun, wenn wir den eigenen LKW haben. Oder wenn ich den eigenen LKW habe, dann werde ich das tun. Oder wir oder sie oder wer auch immer. Und ja, vorher werden wir dann natürlich gucken, dass wir zumindest... verschiedenste Städte immer wieder anfahren und trotz alledem halt Geld verdienen und besondere Ware dann transportieren. Also an Schwertransporten hatten wir ja doch schon einiges. Wir hatten einen Bagger, dann hatten wir Gabelstapler und ja, mal gucken, was da sonst noch auf uns zukommt demnächst. Ja, hast aber Glück gehabt, ne? So, 70 kann man hier fahren. Brauchst nicht bremsen, Kollege da vorne. So, des Nachts durch die Wüste. Dürfen wir nur nicht liegen bleiben, ne? Weil die Kojoten, die zerreißen uns sonst. Ja, wäre es fast passiert. Oh, 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 oh. So, wir müssen geradeaus. Die biegen alle ab. Wir bald ganz alleine hier auf weiter Flur. Von hinter uns ist noch einer. Der ist nicht abgebogen. Okay. So, sehr schön. Ja, dann denke ich mal, werden wir dann noch so Spezialtransporte mal machen. Zum Beispiel kann man da noch so eine Landmaschine, also einen Traktor entsprechend kann man ja auch noch fahren. Werde ich mir demnächst auch noch mal raussuchen. Dass wir auch ein bisschen Abwechslung haben, was die Fracht angeht. Ja, die Fernseher jetzt da hinten drin, die sieht man nicht. Klar, wir haben jetzt einen neuen Trailer hinten dran, neuen Anhänger, aber ja, den Fernseher an sich sieht man nicht. Und gut. Deswegen wollen wir da natürlich schon ein bisschen Abwechslung reinbringen. Genau. Ja, hier waren wir auch schon, genau. Da hatten wir, glaube ich, diesen Robbenbagger abgeliefert. Wenn ich mich da noch recht entsinne. Nur ein bisschen bremsen. Und den Tempomat wieder reinmachen. Kurve ist vorbei. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, so, bevor ich hier meine Lieferung abgebe, werde ich mir da noch mal gucken, was da für Fernseher hinten drauf sind. Ich glaube, dann nehme ich mir mal einen mit. So als Bezahlung. Sei denn, der Anhänger ist verplombt, das wäre natürlich doof, ne? Dann kommen wir da natürlich nicht dran. Ja, ich hoffe, dass es dann auch bald die anderen Trucks dann auch mal nach und nach gibt. Mal
gucken, wie die dann entsprechend angeboten werden, ob es dann halt Kauf-DLCs werden oder ob die entsprechend so in Updates dann kommen werden. Das, da lassen wir uns dann nochmal überraschen. Auch nachts ist es schön hier, ne? Meine Güte. Nee, was ist das schön? Gerade eben noch mit 70. Hier waren wir noch nie. Der Bereich ist neu entdeckt. Tunaf, oder wie heißt das? Erster Aufenthalt in Tunupa. Könnt ihr mir vorstellen, dass das irgendwie indianischen Ursprung hat, diese Siedling. Siedling, ne? Die Siedling hat indianischen Ursprung. Mhm. Die Siedlung. Also der Name würde so die Richtung passen, würde ich mal behaupten. Da hinten scheint noch irgendwie ein Bergwerk zu sein oder sowas in der Art. Wahrscheinlich eine Silbermine. Und hier sind diese Wohnwagen. Tatsächlich ja auch Leute drin leben. Ist ja eigentlich noch 30. Jetzt kommt erst das Ortsausgangsschild. Obwohl er ja echt kein einziges Haus mehr stand. Aber okay. Wollen wir mal nicht diskutieren hier. Wassertank anscheinend. Also, das ist echt interessant, so diese Details, so auch am Straßenrand. Finde ich richtig gut gemacht. Da ist eine BP-Tankstelle. Da werden wir mal eben kurz halten. Und tanken. Irgendwie habe ich immer Sorge, da an diesen, an dem Schild hängen zu bleiben. Weil der Tank ist relativ leer, wie man da sieht. Ich weiß nicht, was der Fahrer vorher, normalerweise sollte man den ja immer voll übergeben. Aber ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass das nicht der Fall ist. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Weiter geht's. So langsam geht auch die Sonne wieder auf. So, und den Tempomat rein. Ist immer angenehmer. Da braucht man nicht die ganze Zeit da auf dem Gaspedal stehen. Und durch die Wüste.
Die Hupe ist echt süß. Die muss ich echt sagen, die ist echt knuffig. Denkt man eigentlich gar nicht, ne? So voll die fetten LKWs hier und dann so eine Babyhupe. Oh, guck mal, wie weit man hier gucken kann. Ey, das ist der Hammer. Das ist echt schön. Ist das schön hier. Ja, den Bulldozer, den würde ich auch gerne mal transportieren. Den hatten wir auch noch nicht. Ich müsste gerne mal wieder Dingen heißen. Müssten wir da mal nachgucken. Dass wir den auch mal. Oh, 55. Fernsicht, ich kann es immer wieder nur wiederholen. Immer wieder, wiederholen kann ich das nur. Das ist echt der Hammer. Das ist wirklich geil gemacht. Was jetzt noch cool wäre, wäre so auch mal so auf der Straße so Sandverwehung oder so. Dass da die Straße so ein bisschen abgedeckt ist. Also ein paar Autoracks. Racks sind hier. Ja. Oder so eine Rinderherde. Also über die Straße latscht. Zum Beispiel, das wäre ja auch mal cool. So ein paar Zufallsprodukte halt, so wie diese komischen Strohballen, die da auch über die Straße wehen. Da vorne ist so ein LKW. Aber das ist geil, ne? So, oh, einfach nur geradeaus gucken. Traumhaft, echt. Das ist ganz schön gefährlich, wenn ich da mal ran. Hammer. Gerade. Und ich wollte euch einfach mal auch mal so die Möglichkeit geben, ohne mein Gebabbel, sich mal den Sound anzuhören und einfach mal die Landschaft auf sie wirken zu lassen. Das ist ja mal geil. Ist das denn da ein Flughafen oder was ist das? Jo, ein Flughafen. Wie cool. Aber da kann man nichts hinbringen, ne? Leider.
geht's ein wenig in die Berge. Jetzt wird's auch ein bisschen grüner. Das Flimmern, das ist Hammer im Horizont. Das ist echt. Echt geil. Na, ob du das schaffst, ich glaube nicht. Ah, den haben wir noch gar nicht gesehen, diesen Oldtimer-Pickup. Cool. Geile Sache, ey. Da sind schon ein paar schicke Autos dabei, das muss man sagen. Fresno! Sind wir schon da? Ah, okay. Da hinten müssen wir nach links. Ja, was Schönes, und ich glaube, ich denke mal, dass das wirklich mehr ist als beim ETS. Hier wird mehr mit Höhenunterschieden gearbeitet, gerade in den Städten. Ich glaube, das war beim ETS auch nicht so extrem. Da, zerstörter Container. Ah, echt geile Details hier, echt. Was ist das? Eine Arbeitsagentur. Brauchen wir noch nicht. Noch sind wir ja kein Unternehmer. Wir haben ja noch nicht mal einen eigenen LKW. Was ist da? Ein LKW-Händler, würde ich sagen. Haben ihn noch nicht entdeckt. Ist das ein Parkhaus? Sieht so aus, ne? Penny. Ah ja, da kann man einkaufen gehen. Kaffee gibt's da. Was ist das da? Ein Einkaufsmall oder was? Eine Shopping Mall. Sieht sehr danach aus, ne?
Genau, Walbert. Die gibt es in der, so in der Art allerdings auch schon im ETS. Also hier mit der Einfahrt und mit den Abstellplätzen da hinten. So. Wir machen natürlich wieder die obere Variante. Mal gucken, ob wir das diesmal wieder hinbekommen ohne Vogelperspektive. Schauen wir mal. Entschuldigung. So. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Den hatten wir schon mal, den Stellplatz. Mit den Cola-Kisten. Eigentlich reichen. Hier war das jetzt so. Nee, so. Nee, so. Ja, die Dinger sind schon echt deutlich länger als beim ETS, ey. Das ist der Wahnsinn. Einfach vollkommen daneben, ne? Kann das sein? Ne, so wird das nix. Nochmal versuchen. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon deutlich besser aus. So. Noch ein bisschen gerade ziehen hier rüber. Genau. So. Und dann haben wir entsprechend unsere Fracht auch abgeliefert. 385 Meilen sind wir gefahren. Level 5 Erfahrungsbonus, Fähigkeitsrang 1 jeweils bei Fernfahrten und zerbrechlicher Fracht. Ja, wieder sehr erfolgreich und damit verabschiede ich mich auch dann schon wieder bei euch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt American Truck Simulator. Und ja, bis dahin, ciao, ciao.